Wenn ein Flaggschiff auf den Markt kommt, darf man einiges erwarten. Ist diese Erwartung bei dem Skriptum von Hörner gerechtfertigt? Hallo, mein Name ist Christian und dies ist Writing Delight. Die Firma Hörner hat vor kurzem einen neuen Stift auf den Markt gebracht. Und zwar kann man dies als deren aktuelles Flaggschiff betrachten. Schließlich bezeichnen sie ihn selber so. Dessen Name wurde übrigens in einer Abstimmung entschieden. Es ist der Hörner Skriptum. Und diesen habe ich dankenswerterweise für einen Test von der Firma Hörner zur Verfügung gestellt bekommen. Wie von Hörner gewohnt, kommt der Füller gut verpackt. In einer Kartonhülle findet sich die Box mit Klappdeckel, darin der Stift. Wir haben hier einen Füller aus Holz mit silbernen Zierelementen und Clip. Und zwar handelt es sich dabei um Palisanderholz. Dies ist sehr sauber verarbeitet und hat eine sehr angenehme Haptik. Die Kappe hat eine gleichmäßige Dicke. Der Schaft wird zum Ende hin etwas schmaler. Die Enden sind flach ausgeführt. Der Clip ist einfach gehalten, funktioniert aber gut. Unter der aufgeschraubten Kappe haben wir die Griffzone aus silbernem Metall und die goldfarbene große Feder. Es handelt sich hierbei übrigens, wie bei allen Füllern von Hörner, um einen Patronenfüller. Dieser wird direkt mit einem Konverter geliefert. Schauen wir uns einmal ein paar Details dieses Füllers an. Im silbernen Zierring am Kappenende ist der Schriftzug Hörner eingraviert. Die große, goldfarbene Feder ist sauber verarbeitet. Die Verzierung ist sauber und fein verarbeitet. Diese Feder ist, wie Hörner auch selber auf ihrer Webseite angibt, eine JUVO Nummer 6 Feder. Für diejenigen, denen das nicht sagt, bei JUVO handelt es sich um einen der beiden großen Federherstellern aus Deutschland. Und die Nummer 6 ist eine etwas größere Feder. Verfügbar sind die Federstärken F, M und B. Hier sehen wir auch einmal den Vergleich zwischen einer üblichen Hörnerfeder und der Feder dieses Hörner Skriptum. Außerdem einmal einen Blick in die Kappe. Schließlich haben wir hier einen Füller, dessen Korpus aus Holz ist. Aber wie man sieht, ist das Innenleben gut lackiert oder anders beschichtet. Somit sollten eventuelle Tintentropfen in der Kappe keinen Schaden verursachen. Getestet habe ich es dann aber nicht. Größenmäßig ist der Füller auch für große Hände sehr gut. Für kleine Hände könnte es sogar schon recht groß sein. Die Gewichtsverteilung ist sehr angenehm. Der Füller liegt gut in der Hand. Selbst mit aufgesetzter Kappe ist dies noch der Fall. Der Füller schreibt sehr angenehm. Wir haben eine Feder, die gut über das Papier gleitet, mit ein wenig Feedback. Diese Feder ist relativ starr. Um damit eine Linienvarianz zu erreichen, benötigt man schon ein wenig Druck. Für meinen Geschmack ein wenig zu viel Druck, um angenehm zu sein. Eingefüllt ist hier übrigens die Tinte KWZ Old Gold. Für meinen Geschmack benötigt die Feder ein wenig zu viel Druck, um damit angenehm eine Linienvarianz zu erreichen. Es ist möglich, aber für mich nicht optimal. Das mag für andere anders aussehen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist eine Linienvarianz nicht nötig. Eher starre Füller kommen vielen Menschen recht entgegen. Die mit Linienvarianz vielleicht auch ihre Schwierigkeiten haben. Wie ist es bei euch eigentlich? Mögt ihr eher starre oder eher flexiblere Federn für das normale Schreiben? In einem Größenvergleich habe ich hier den Skriptum zusammen mit einem Visconti Homo sapiens, einem Diplomat Aero, einem Hahnemühle Bold, einem Pelikan M800 Blue Blue und einem Lamy Safari. Wie man sehen kann, ist der Füller hier sowohl von der Länge als auch Umfang gut mit dabei. Im zweiten Vergleich ist er hier mit einem Pilot Justus 95, einem Waldmann Commander, einem Narwal Schulkill, einem Otto Hood Design 04 und einem Lamy Studio. Auch hier passt sich das Skriptum gut von der Größe her ein. Aber das ist hier nun nicht irgendein Füller, sondern Hörner hat ihn zum Flaggschiff erklärt. Natürlich ist Aussehen und Haptik immer Geschmackssache, aber passt die Einstufung als Flaggschiff?
Vom Technischen her gibt der Füller sich keine Blöße. Die Verarbeitung ist gut. Und mir sind keine Fehler aufgefallen. Das eingesetzte Palisanderholz sieht gut aus. Und es fühlt sich ausgezeichnet an. Eine seidige Oberfläche, die haptisch sehr angenehm ist. Und wenn ich das richtig sehe, ist der Stift auch äußerlich, zum Beispiel mit einer Lackschicht, geschützt. Das Äußere sieht gut aus, mit dem silbernen Clip und Zierring vor dem Holz. Und da es echtes Holz ist, hat jeder Stift auch immer eine etwas andere Maserung. Quasi ein Unikat. Optisch und haptisch ist der Stift also einwandfrei. Hörner hat bei dem Stift auf eine größere Feder gesetzt als sonst. Das wirkt gut in diesem recht großen Füller. Sogar auf eine goldfarbene Feder mit einer feinen Verzierung. Die es ja in den drei Federbreiten F, M und B gibt. Das ist gut. Und die Feder schreibt gut, mit ein wenig Feedback. Ja, es ist ein guter Füller. Und wenn man das Produktsortiment von Hörner sich anschaut, ist es mit der edelste Stift meiner Meinung nach. Die Bezeichnung Flaggschiff passt also. Wenn ich Punkte an diesem Stift bemängeln soll, kann ich nur einen Punkt aufführen, der absolut Geschmackssache ist. Die Feder ist gut. Aber ich finde die goldfarbene Feder im silbernen Griffstück irritierend. Nicht schlimm, aber nicht unbedingt optimal. Aber das ist nun wirklich vom Geschmack abhängig. Ansonsten bekommt man mit dem Skriptum einen wirklich guten Füller. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an die Firma Hörner für das Testmuster. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Bis zum nächsten Mal.